Wir werden jetzt nochmal eine andere Art von Aktionstraining machen. Und ganz kurz. Und zwar in diesem Sommer, in den nächsten Jahren, werden wir halt natürlich halt auch die Gleise zu den Kohlekraftwerken besetzen, damit wir die Kohlekraftwerke auch wirklich stilllegen. Und wir haben dort ein perfektes Gleisstück, an dem wir diese Gleisblockade kurz üben werden. Deswegen gehen wir jetzt gemeinsam in einem kleinen Demozug, in einem kleinen Finger zu dieser Gleisanlage und da üben wir dann, wie wir uns auf die Gleise setzen. Auf geht's, Ende Gelände! Auf geht's, Ende Gelände! Oh, Eisberg ist zu viele für die Gleise. So. Muss noch Platz rein. Aufrück ganz mal auf. Aufrück. Was ihr jetzt hier seht, das kennt ihr vielleicht noch von den Castor-Blockaden. Aktivisten, die sich auf die Gleise setzen, sich unterhaken und dadurch die Kohlezüge blockieren. Die Gleise, die zu den Kohlekraftwerken führen, die sind halt nur für die Kohlezüge. Also wir tun keinen öffentlichen Nahverkehr oder keine Bahn von der Deutschen Bahn damit blockieren, sondern halt wirklich nur die Kohlezüge zu den Braunkohlekraftwerken. Wir werden euch jetzt zeigen, wie die Polizei uns dann halt wegtragen wird und wie wir darauf reagieren. Weil unser Ziel ist es natürlich, so lange wie möglich gemeinsam diese Schienen zu blockieren, damit das Kohlekraftwerk am Ende runtergefahren werden muss, weil es keinen Kohlenachschub mehr bekommt. Wenn wir uns halt hinsetzen zum Blockieren, gibt es einen, kann das nennen, ein Päckchen, Blockadesitz, damit wir halt A, zwar so schwer wie möglich sind, uns B, aber selber vor Verletzungen schützen. Hier die Aktivistin gerade vorführt, ist das für uns die sicherste Variante, wie wir uns A, am schwersten machen und B, wie wir uns am wenigsten verletzen, dass wir unsere Hände unter die Knie verschränken. Und wenn die Polizei kommt und uns auffordert, dreimal meistens auffordert, aufzustehen, dann machen wir das natürlich nicht. Wir bleiben sitzen und sie wird uns dann wegtragen müssen. Bitte stehen Sie auf, wir werden diese Blockade jetzt hier räumen. Auf geht's, auf geht's, Ende Gelände! Auf geht's, auf geht's, Ende Gelände! Wir brechen die Aktion jetzt ab, weil natürlich unsere Aktivisten jetzt nicht alle Leute hier wegtragen können. Aber ich hoffe, dass ihr einen Einblick bekommen habt, wie wir unsere Aktionen gestalten, wie friedlich wir sind, dass wir uns auf die Gleise setzen, singen und sie so lange blockieren wie möglich, unseren Körper stellen sozusagen halt vor der Kohlekatastrophe, vor der Klimakatastrophe, die uns auf uns zurollt. Vielleicht noch ganz kurz Reflexion. Zuerst die Polizei. Wie war das für euch, die Leute wegzutragen? They were very heavy to carry. It's very tough and difficult. I mean, like when you're sticking together, like pulling you away is very hard. Es ist anstrengend und es ist gar nicht so einfach. Yeah, they have a hard work. Okay, und Aktivistin, wie war das, weggetragen zu werden? Also ich habe am Anfang angefangen mit irgendwelche Sprüche zu schreien, habe gemerkt, das ist nicht so gut, weil es eher eskalierend ist. Und dann haben die anderen noch angefangen zu singen und habe gemerkt, das ist sehr viel besser in der Situation. Ja, sich als Päckchen wegtragen lassen ist eigentlich relativ entspannt. Also es tut eigentlich fast gar nicht weh und man fühlt sich irgendwie sicher, weil man so, ja, kompakt ist, genau. Ja. Was habt ihr für Erfahrungen aus der Realität bei Räumung? Trägt die Polizei ihn immer weg? Also in der Realität werden halt häufig Schmerzgriffe angewandt und man wird auf den Boden gedrückt und man hat nicht unbedingt die Chance, sich bequem als Päckchen wegtragen zu lassen. Also
wenn es so friedlich abläuft wie hier. Wäre schön, ist leider nicht immer der Fall. In der Realität werden oft die Leute, die als erstes geräumt werden, sehr brutal geräumt, um einen anderen Angst zu machen. Und das kann einen leicht erschrecken, weil dann Schmerzgifte angewendet werden und alle anderen haben vielleicht Angst und lassen sich dann vielleicht sogar einfach mitnehmen und stehen auf und gehen mit der Polizei mit. Okay, Schmerzgriff haben wir gehört. Könnt ihr vielleicht, kennt ihr so einen Schmerzgriff? Do you know such a brain grip from the police? Can you demonstrate that on some of the activists? Kommen Sie bitte mit. Aua, ja. Nein. Vielleicht kannst du einmal sozusagen ihn so um den Nacken würgen. So? Habt ihr das schon mal gesehen? Sorry, ja. Was ist da eure Erfahrung mit? Das ist halt eine super empfindliche Stelle und man hat halt einfach Angst. Also man kann sich halt vorher so ein bisschen schützen, wenn jemand die Schultern hochzieht, dann ist es nicht so einfach für die. Aber es gibt halt hier total empfindliche Schmerzpunkte, das sieht man nicht, wenn die gedrückt werden. Also man sieht nicht, dass die Schmerzen verursacht, aber es tut halt wahnsinnig weh und dann macht man natürlich, was die Polizei möchte. Von mir nochmal, also es gibt Schmerzpunkte, die die Polizei lernt in ihrem Training. Das ist schon verwerflich genug. Aber was sie beim letzten Mal gemacht haben im August, die Polizei aus NRW vor allen Dingen, ist Leute einfach am Genick hochziehen. Und das lernen sie niemals in der Ausbildung und das ist extrem gefährlich. Wenn man Leute die Halbschlagader abdrückt, dann können die total schnell ohnmächtig werden und Leute können dabei ersticken. Und deswegen lernen Polizisten es nicht in der Ausbildung. Wenn ihr das seht, auch bitte als Presse, dann macht die Polizisten darauf aufmerksam, dass sie sofort damit aufhören müssen. Das ist extrem gefährlich und das haben sie beim letzten Mal in total unnötigen Situationen gemacht und es ist absolut unverhältnismäßige Gewalt, die tatsächlich lebensgefährlich ist. Und es ist auch eine Neuheit, dass die Polizei das angefangen hat. Das habe ich früher bei Tausenden von Sitzblockaden nie erlebt. Was würdest du empfehlen für uns als Reaktion, wenn das passiert? Was denkt ihr, wie könnte man darauf reagieren, wenn die einen würgen? Also man kann immer, oder wenn man es noch schafft, mit der Polizei sprechen. Man kann sagen, sie tun mir weh, hören sie auf, sie schmerzt, also es schmerzt mich, lassen sie das, es ist unverhältnismäßig. Manchmal wirkt das. Andere Möglichkeiten? Ich denke auch, dass die Buddy dann auf jeden Fall in dem Moment aufpassen sollte, wenn es noch also möglich ist oder sonst auch die Leute, die Aktivistin drumherum. Um halt bei solchen Momenten, weil manchmal hat man dann ja auch Angst und kann halt nicht mehr sprechen oder selber kommunizieren, dass es wehtut, dass dann die Leute da hingehen und beistehen und irgendwie zum Beispiel laut rufen und Aufmerksamkeit drauf lenken. Also man kann dann anfangen, die Nummer zu rufen als Gruppe. Wenn ein Beamter oder eine Beamtin sehr stark durchgreift, dann skandiert man die und dann merkt man die sich und dann kann man vielleicht später eine, weiß nicht, wie heißt das, Aufsichtsbeschwerde oder so. Es hilft auch in dem Moment schon, wenn man die Nummer der Einheit auch nur liest, also nicht die Personalnummer, sondern einfach die Nummer auf dem, die große Nummer auf dem Rücken, wenn man die ruft, hat das auch schon in dem Moment einen sehr großen Effekt und sind viele Polizisten auch, fühlen sich wirklich direkt angesprochen, merken, das ist nicht okay und hören auch auf mit dem, was sie tun oft. Also das ist einfach eine menschliche Art, in dem Moment schon umzusetzen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, das ist unglaublich cool.